Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde aus Spielberg. Wir haben es tatsächlich an den Red Bull Ring geschafft. Der Weg hierher war steinig und schwer. Wir haben ja im Vorfeld schon viel darüber gesprochen, welche Auflagen wir alle erfüllen müssen. Darauf will ich jetzt gar nicht mehr gesondert eingehen, denn das haben wir schon abgehandelt. Jetzt erstmal die ersten Eindrücke von der Strecke. Also ich muss sagen, beim Ankommen war ich ein bisschen überrascht. Das lief alles wie geschmiert. Die Kontrollen waren gar nicht so streng. Ich konnte mit dem Auto direkt auf dem Mediaparkplatz direkt hier an die Strecke ranfahren. Waren natürlich viel weniger Autos als sonst. Sind ja auch viel weniger Leute leider hier. Dann beim Einlass gab es kleine Fieberkontrolle, ob jemand Fieber hat, einfach mit Infrarotthermometer, alles ganz easy, Hände desinfizieren und dann durfte man schon eintreten. Eintreten, ja, nur in dieses Media Center für uns, denn man sieht im Hintergrund dieses wunderbare Panorama mit der Rennstrecke, mit den Bullen, Fahrerlager, Starting Grid, also Startaufstellung hinter mir. Ja, da dürfen wir überall nicht hin. Wir dürfen tatsächlich nur hier im Media Center sein. Das hat bestimmte Gründe, denn es gibt verschiedene Blasen innerhalb des ganzen Formel 1 Zirkus. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Gruppen sich nicht zu sehr vermischen. Und deswegen dürfen die schreibenden Journalisten nur hier im Media Center sein, dürfen das Fahrerlager nicht betreten. Im Fahrerlager hingegen sind die ganzen TV-Anstalten. Da kann man sich natürlich streiten, was besser ist. Die haben natürlich da ein bisschen mehr Zugänge dann zu den Fahrern und so weiter. Aber ja, heute hat es so stark geregnet zwischendurch, dass wir ganz froh waren, dass wir hier ein Dach über dem Kopf hatten. Jetzt mag der ein oder andere auch noch sagen, die Regeln sind vielleicht etwas übertrieben angesichts der aktuellen Fallzahlen, vor allem hier in Österreich, mag so erscheinen, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Formel 1 ist das erste richtig große internationale Sportevent, das in Angesicht der Corona-Pandemie den Betrieb wieder aufnimmt und da muss man eben wirklich auf Nummer sicher gehen. Wir haben ja Australien schon gehabt, das musste abgesagt werden, so einen Super-GAU will man auf jeden Fall vermeiden hier und deswegen hat man alles gemacht, was man nur irgendwie machen konnte, um das hier auf sichere Beine zu stellen. Das gibt er auch die Ansage, wenn es einen positiven Fall geben sollte, wird das Rennen definitiv nicht abgesagt, denn dafür gibt es ja verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, unter anderem dann diese unterschiedlichen Blasen. Das heißt, wenn es einen Fall gibt, kann man die riskante Personengruppe relativ gut einschränken dadurch. Also ganz anders als in Australien, als man ja noch überhaupt nicht darauf vorbereitet war, gibt es hier sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Auch im Media Center selbst gibt es ganz lustige Sachen. One-Way-Regelung beispielsweise. Wir dürfen nur in eine Richtung gehen. Wenn wir dann auf die Toilette wollen, müssen wir einmal komplett im Kreis gehen und wieder reinkommen und so weiter. Klingt alles mega übertrieben, aber es hat dann doch seine Berechtigung. Mundschutz muss man meistens aufhaben. Jetzt hier in unserer eigenen Blase dann nicht unbedingt. Dazu ist das Media Center auch riesengroß, für 503 Personen eigentlich ausgelegt. Jetzt sind 48 insgesamt nur hier. Es durften nur sehr, sehr wenige Journalisten kommen. Gut 20 schreibende Journalisten sind hier, dann noch ein paar Fotografen, sodass insgesamt wirklich nur 48 Personen da sind. Heißt, Social Distancing ist auch auf jeden Fall gegeben, weil man weit auseinander sitzt in diesem riesengroßen Media Center hier. Ja, die Arbeitsbedingungen sind nicht optimal. Wir haben nicht die Zugänge, die wir normalerweise haben, die wir gerne hätten. Aber wir müssen froh sein, dass wir überhaupt hier sind. Andere Sportarten, vor allem im Motorsport, lassen teilweise gar keine Journalisten zu, wie die MotoGP beispielsweise. Also sind wir mal froh mit dem, was wir haben. Und es ist ja nicht das letzte Rennen, es ist das erste. Und vielleicht wird das ja auch in Zukunft etwas gelockert. Trotz der ganzen Auflagen hatten wir natürlich heute trotzdem etwas Zugänge zu den Fahrern. Und Donnerstag ist ja bekanntlich der Medientag, so war es auch hier. Und der lief allerdings ein bisschen anders ab, denn wir hatten keinen direkten Kontakt zu den Fahrern, sondern es gab eine Mammut-Pressekonferenz. Die Pressekonferenz der FIA am Donnerstag ist ja ganz normal. Die läuft dann so ab, dass 4, 5 Fahrer ausgewählt werden. Die setzen sich auf ein Podium und dann sitzen im gleichen Raum ganz, ganz viele Journalisten, 100 Journalisten oder mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie die Pressekonferenz besetzt ist, dazu Fotografen. Das war hier nicht so. Die Fahrer saßen in dem Raum, aber komplett ohne Journalisten. Das heißt, wir haben unsere Fragen vorab schon hingeschickt und das Ganze wurde dann in das große Media Center hier übertragen und das Ganze hat in einem separaten Raum stattgefunden. Auch nicht alle Fahrer gleichzeitig, sondern Team für Team. Immer 10-Minuten-Slots. Erst hat Williams den Auftakt gemacht, das ging in umgekehrter Reihenfolge der Konstrukteurs-WM vom letzten Jahr. Das heißt, am Anfang war es zugegebenermaßen noch nicht besonders interessant, was die Williams-Piloten da so erzählt haben. Nicht despektierlich gemeint, aber es ist natürlich schon so, dass man etwas heißer ist auf die Top-Piloten, wenn die dann kommen. Und ja, die kamen dann auch irgendwann und bei Ferrari ging es dann richtig rund. Auf die haben wir natürlich mit Abstand am intensivsten gewartet, da haben wir uns am meisten darauf gefreut, denn Sebastian Vettel
und Ferrari haben ja in der Corona-Pause die Trennung nach der Saison 2020 schon bekannt gegeben. Das hier war heute sein erster öffentlicher Auftritt nach dieser Bekanntgabe. Und da ging es dann auch gleich richtig zur Sache. Man muss dazu sagen, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon Ausschnitte von diesen Pressekonferenzen gesehen. Ein Großteil dieser Pressekonferenzen wurde gestreamt und von den TV-Anstalten übertragen. Nicht alles. Es gab einige Fragen, hauptsächlich die Fragen, die von den anwesenden Journalisten von den Paar gestellt wurden. Die wurden dann nur ins Media Center hier übertragen, nicht aber ins Internet und zu den TV-Anstalten. Und während es bei den Ferrari-Fahrern am Anfang noch relativ gesittet zuging, ist danach, ich würde mal sagen, richtig was losgetreten worden von Sebastian Vettel. Denn er wurde natürlich dazu gefragt, wie es zu der Trennung kam und so weiter. Und er hat ganz klar gesagt, er war überrascht, als der Anruf von Mattia Binotto kam und ihm gesagt wurde von dem Ferrari-Teamchef, dass es von Ferrari-Seiten keine Absicht gibt, gemeinsam weiterzumachen. Das war so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Ferrari damals in der Pressemitteilung im Mai bekannt gegeben hat, als diese Trennung da bekannt gegeben wurde, denn da hieß es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen von Sebastian Vettel und Ferrari. Sebastian Vettel sagt, nein, es war keine gemeinsame Entscheidung, sondern er wurde da vor vollendete Tatsachen gestellt. Und es gab auch keine Diskussion über irgendeinen Vertrag oder so, denn es lag einfach nie ein Vertrag vor. Das ist ja schon ein bisschen anders als diese landläufige Meinung, die da zuletzt kursierte und die auch wir, muss man sagen, verbreitet haben, dass es einen Vertrag offenbar von Ferrari gegeben haben soll, der aber einfach so schlecht war, dass er ihn ablehnen musste. Sepp hat jetzt gesagt, nein, es gab auch keinen schlechten Vertrag, es gab einfach gar keinen, der vorlag. Und da fragt man sich dann natürlich schon, wieso in der Pressemitteilung die Rede von einer gemeinsamen Entscheidung ist und nicht nur in der Pressemitteilung, sondern auch im direkten Zitat von Sebastian Vettel in dieser Pressemitteilung war von dieser gemeinsamen Entscheidung die Rede. Also, viele, viele Fragen hat das dann wieder mit sich gezogen. Wir konnten dann leider nicht mehr Rücksprache mit ihm halten, denn wir konnten ja keine neuen Fragen stellen. Die mussten ja schon davor geschickt werden, die Fragen. Da sieht man auch mal wieder, wie wichtig dann tatsächlich der Journalismus ist. Man darf sich da nicht nur auf PRs verlassen, sonst ist man offensichtlich verlassen und muss dann ab und zu auch mal ein bisschen nachfragen. Die Gelegenheit haben wir jetzt hier nicht immer so, aber wir werden die Gelegenheit noch bekommen. Das können wir schon garantieren. Auch am weiteren Wochenende muss Sebastian Vettel dann nochmal sprechen und teilweise haben wir dann die Möglichkeit, auch wenn wir hier an der Strecke sind, dann über Computerkonferenzen, über Videokonferenzen miteinander zu kommunizieren. Mattia Binotto muss sich morgen am Freitag schon den Fragen von uns Journalisten stellen. Auch die wurden vorab geschickt. Die mussten nicht vorab geschickt werden, aber die Teilnehmer, die journalistischen Teilnehmer dieser Pressekonferenz mussten vorab eingetragen werden. Wir wissen noch gar nicht genau, wer von uns daran teilnehmen darf. Ich hoffe jedenfalls, egal wer daran teilnehmen darf, dass diese Frage dann an Mattia Binotto gestellt wird, wieso man da in der Pressemitteilung doch andere Sachen darlegt als Sebastian Vettel dann hier vor Ort. Also, da ging es schon richtig zur Sache. Bei Max Verstappen war es ein bisschen unspektakulärer, der hat einfach nur gesagt, er freut sich jetzt endlich mal wieder, wenn nicht nur gelabert wird, sondern wenn es dann richtig auf der Rennstrecke rund geht. Bei Lewis Hamilton stand natürlich viel die Black Lives Matter Bewegung im Fokus und ja, jetzt würde ich mal sagen, Max Verstappen hat für uns alle stellvertretend gesprochen, jetzt freuen wir uns endlich mal, wenn die Motoren hinter uns wieder röhren und wir nicht nur über irgendwas sprechen, was nicht stattfindet. Morgen gibt es dann alles von der Rennstrecke, Rundenzeiten, Longrun-Analysen, Reifendrücke, auf all das, worauf ihr gewartet habt. Wir werden die Upgrades an den Autos sehen, die haben wir teilweise heute schon gesehen, aber ist doch noch ein bisschen weit weg. Kann ich nicht alles so im Detail erspähen, mussten wir auf den Fotos dann anschauen. Also da gibt es auch einiges, allerdings natürlich nicht von Ferrari, wie wir euch schon gesagt haben. Und vielleicht wundert sich der ein oder andere, wieso jetzt hier noch ein bisschen was steht. Das noch ganz kurz zum Schluss als Aufklärung. Mercedes hat uns hier tatsächlich ein kleines Paket gegeben, damit uns nicht langweilig wird in der ganzen Quarantäne hier im Media Center. Wir dürfen ja, wie gesagt, nicht raus. Unter anderem die Biografie von Niki Lauda, Kartenspiel, Desinfektionsmittel, ein bisschen Leckerlis für uns Journalisten. Also uns geht es dann tatsächlich einigermaßen gut hier, auch wenn wir uns nicht rausbewegen dürfen. Man muss Red Bull Ring auch großes Lob aussprechen. Wie gesagt, die Organisation absolut top unter den Umständen. Dazu super Catering. Also es gibt schlimmere Orte zu sein als der Red Bull Ring. Will mich nicht beschweren. Bin schon mal gespannt, wie es dann in Ungarn laufen wird. Jetzt freuen wir uns auf Freitag. Normalerweise sagen wir mal, Freitag sagt eh nichts aus, aber in diesem Fall sind wir sogar darauf heiß wie Frittenfett. Und wie gesagt, die erste Longrun-Analyse der Saison lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Du willst noch mehr News direkt von der Rennstrecke? Kein Problem! Abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir informieren dich sofort, sobald es Neues aus Spielberg zu berichten gibt. Schon am Freitag geht es weiter mit den ersten freien Trainings des Jahres. Wir freuen uns auf dich!